Ich möchte jetzt den Unterschied zwischen einem zweiseitigen und einem einseitigen Test erläutern. Der zweiseitige Test, das ist der Normalfall und der einseitige ist eher ein Sonderfall. Man hat hier beim zweiseitigen keine Auflagen und die Alternativhypothese ist, dass zwei Stichprobenmittelwerte sich unterscheiden, während beim einseitigen Test hat man die Auflage, dass die einseitige Hypothese a priori erstellt werden muss. Das bedeutet, bevor ich Daten erhoben habe, wenn ich die Daten gesehen habe und hinterher sage, ah, ich mache einen einseitigen Test, dann ist das wissenschaftlich nicht okay. Und die Alternativhypothese hat nur eine Richtung, zum Beispiel, der Mittelwert der einen Stichprobe ist größer als der Mittelwert der anderen Stichprobe. Beim einseitigen sind Effekte in beide Richtungen interessant. Beim einseitigen ist nur eine Richtung interessant. Hier kann ich berichten, wenn a quer signifikant größer ist als b quer, oder ich kann auch berichten, wenn a quer signifikant kleiner ist als b quer. Hier kann ich nur berichten, wenn a quer signifikant größer ist als b quer. A quer signifikant kleiner als b quer darf nicht berichtet werden. Den zweiseitigen Test, den mache ich in der Regel in der Grundlagenforschung. Was ich persönlich mache, eigentlich immer zweiseitige Tests in der Biologie, während einseitige Tests eher in der angewandten Forschung verwendet werden. Ein Beispiel ist die Wirkung eines Pharmakons. In der angewandten Forschung interessiert mich ja nur, ob ein Pharmakon einen Krankheitsverlauf verbessert, ob es stärker ist als ein anderes Pharmakon. Und wenn das den Krankheitsverlauf verschlechtert oder wenn es schlechter ist als ein bereits etabliertes Pharmakon, dann interessiert mich das nicht. Und dann werde ich auch das nicht berichten, dann werde ich also sagen, das Pharmakon war nicht besser als das etablierte Pharmakon. Und wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, in den Beispielen, die wir vorhin gerechnet haben, oder die ich Ihnen demonstriert habe, da war das zweiseitige P 0,6 Promille, während das einseitige P für die gleichen Daten 0,3 Promille sind. Also warum macht man diesen ganzen Aufwand einseitig a priori definieren, nur eine Richtung berichten dürfen? Man hat eine kleinere Irrtumswahrscheinlichkeit. Anfängern glaube ich einseitige Tests nicht. Ja, also man muss da schon ein bisschen was investieren, damit es glaubhaft wird.